Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal Be Ready for the Game. Meine lieben Freunde, wir gehen ja weiter mit Tomislav Birkic in Runde Nummer 2 Belgrad Open, nachdem er Dusan Lajovic souverän geschlagen hat mit 6-2, 6-1, wenn mich nicht alles täuscht. Wir reden nicht lange, meine lieben Freunde, starten direkt an ins Match, starten ein neues Spiel. Runde Nummer 2, meine lieben Freunde, hier mein Controller. Und wir sind bei Night Session. Tomislav Birkic gegen Holger Rune. Es wird dann ein sehr, sehr schweres Match dann hier. Mein lieber Holger Rune, ein Top-Jugendspieler. Gegen den aufstrebenden Talenten hier aus Bosnien und Herzegowina, Tomislav Birkic. Schauen wir mal, ob wir da was da reißen können. 15-0. Gibt es eine Sensation hier oder wird der Favorit wie schon von vielen Menschen vor dem Spiel nochmal als Favorit gehandelt hat zu gewinnen. Schauen wir mal, wird sich demnächst zeigen. So, 30-0. gut gestartet von uns. 30-0, sehr, sehr stark. Birkic macht es clever aktuell. Ja, nicht so schlecht. Okay, wow. Überragende Rückhand von Holger Rune. 15. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir unser Aufschlag wenigstens durchbringen. Ansonsten wird es echt, echt schwer gegen Holger Rune. Dusan Lajovic hat uns in der ersten Runde relativ einfach gemacht. Es war nicht sein Tag. Das ganze Spiel überhaupt nicht. Sein erster Aufschlag kam überhaupt nicht durch. Unter 50% war sogar. Das ist unterirdisch. So, jetzt hier müssen wir uns konzentrieren, meine lieben Freunde. 30-30. Sehr gut. Mal attackieren. Boah, gute Rückhand von Brkic. 40-30. Es geht weiter. Nice, jetzt vielleicht noch Vorhand. Ja, oh, doch nicht. Nein, was war das? Was ein Fail, meine lieben Freunde. Achtung. Gut gemacht, aus. Nein. Vorteil für Birkic. Und er steht ganz, ganz weit hinten. Somit kann er auch dementsprechend die Bälle dann auch halten. Beziehungsweise erwischen. Machen wir mit dem Kick nach Hause. Ja. Und dann aber nicht gut getroffen, aber den haben wir gut getroffen. Und den auch sowas von nice 1-0 für meine lieben Freunde. Sehr, sehr stark von uns. Ganze Seite frei, meine lieben Freunde. Passiert gar nichts. Schade, schade, schade. Und wieder die Bauern sitzt Vorteil nicht. Player 2. Nicht gut. Breakball Rune. Nice. Guter Aufschlag nach außen. 195 km/h. 40 beide. Schwer zu kontrollieren von Holger Rune, meine lieben Freunde. 40 beide. Durch die Mitte vielleicht. Nicht so gut. Aber wir haben ihn noch getroffen. Und Holger Rune da. Nice. Er kommt doch dran, aber ins Netz. Vorteil Birkic. Meine lieben Freunde, Vorteil Birkic. Ich hoffe, euch geht es gut, euren Familien, Kinder, Verwandten. Freunde, Gesundheit ist das Wichtigste. Kann das nicht immer wieder betonen, wie Gesundheit wichtig ist. Das wisst ihr sogar schon selber. Und uns geht es auch gut. Danke, lieber Gott, 40 dafür. kriegt beide. Den wunderbaren Tag dann heute, dass wir gesund aufstehen dürfen. So, meine lieben Freunde, jetzt weiter geht's mit 40-40. Sehr, sehr schwer. Der erste kommt. Nice, platziert. Nicht so stark Vorteil Player durch die 1. Mitte auf die Linie drauf. Holger Rune kommt nicht hin mit seiner Rückhand. Kommt hin aber direkt ins Netz. Hier vielleicht mal nochmal jetzt. Okay, gut gerettet dann nochmal. Überragend. Überragend. Habt ihr das gesehen, meine 40 Runde? kriegt Was eine beide. Vorhand. 40 beide. Slice. Müssen wir aufpassen, echt? Vielleicht auf einer Seite den Nagel, nur auf der Vorhand ist nicht gut, dann passiert sowas. Unser Ball zu kurz, Vorteil Vorhandpeitsche von Player Holger 2. Runde, Holger Rune, Entschuldigung, raus und direkt den Punkt gemacht. Überragend gemacht. Müssen jetzt irgendwie in irgendeine Richtung mal ausgleichen. Oder dran kommen, nein. Da hat er uns einen Break geholt, meine Spiel lieben Freunde, Player zurecht. 2. Wir haben nicht gut gespielt. Holger allerdings auch nicht, aber da war der, was ist der Fehler? Ja, wir applaudieren auch, überragend, keine Chance, 40-0. so wie es aussieht. Satz 1 geht dann Holger Rune.
Hey, der versucht das. Wir kommen nicht dran. Schade, schade, meine lieben Freunde. 6-2, Tomislav Berkic verliert den ersten Satz. Ja. Stats hier dann. Okay, erster Aufschlag 76%. Okay, zweiter katastrophal. Papier, wisst ihr schon Bescheid. Steht hier auf mein Logo und so weiter. Und mein Motto ist das auch. Wir sind gut gestartet in dem ersten Satz, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann gut gestartet, aber dafür dann sehr schwach. Nein! Oh Gott, wie fehlend das ist. Gut gestartet, aber sehr stark nachgelassen. So. Da was ändern. Nice, gute Vorhand. Siebte sogar schon. Sieben Vorhand wieder, meine lieben Freunde. Platziert, gut gemacht. Gut, nach außen. Jetzt umlaufen wir mal die Vorhand. Oh nice, da kommt der Roller runter. Sehr, sehr stark und wirklich, come on. Gut, überragend. Slice, er kommt nicht richtig dran. Wir versuchen, aber ist nicht platziert. Ist nicht platziert. Oh nein, die sehe ich nicht so. Und dann tappt er zweimal auf dem Boden. Da ist schon 30 schon. Zu hektisch Spanisch. Und da kommt dann sowas. 3-1. Wir hatten die Chancen. Chancen waren da. Eine genutzt. Und das nutzt der Holger ohne gnadelos aus. Gut gemacht. Vorhand sitzt. Hat aber eine komische Vorhand, der kleine, der junge Tomislav Berkic, meine lieben Freunde. Macht jetzt hier auch. Nice, nein, er kommt. Oh, 30-0. So, wir versuchen mal nach durch die Mitte. Linie. War nicht gut. Freunde, da müssen wir besser spielen, da müssen wir weiter schnell nach hinten rennen. Da musst du bald besser und früher treffen. Okay, Hawkeye wäre jetzt sehr, sehr interessant. Leider nicht, es ist noch ein Early Access Spiel, meine lieben Freunde. Gute Möglichkeit, ausgeglichen. 40 beide, versuchen wir Vorteil für uns zu verschaffen. Nicht guter Aufschlag in die Mitte, jetzt mit der Vorhand. Nach außen und der macht einen Fehler. Nice. Vorteil Berkic. Wenn wir das jetzt schaffen, sind wir noch im Rennen, meine lieben Freunde. Sehr guter Aufschlag. Und da nochmal und da trifft er den. Nice. Was ein Ball. Selbst die Zuschauer haben gestaunt dann aktuell, meine lieben Freunde. 3-2. Wie gesagt, seine Vorhand können wir aktuell nichts machen. 30-15, meine lieben Freunde. Guter Release hier. Schade, schade, schade aktuell jetzt, aber abwarten. Gemacht, alles geschlagen und dann in die... Oh mein Gott, ja. Ich würde sagen, meine lieben Freunde, jetzt ist es sehr, sehr unrealistisch, jetzt gegen Holger Rune das Ganze aufzuholen. Schade, würde ich mal sagen. Warten wir mal noch kurz die ganzen Punkte ab. Sowas hier hätte ich gleich mal nach vorne gehen sollen. Jetzt. Nein, wenn es nicht platziert ist, 40-30, ersten Matchball aufgewählt. Wenn es nicht platziert ist und wir es nicht schaffen, platziert den Ball zu. Nice. Spiel. Wenn es ja zu Recht gewonnen, meine lieben Freunde. Was soll ich dazu sagen? Glückwunsch an Holger Rune, dass. Aufstrebende Talente aus Bosnien-Herzegowina unterliegt deutlich hier Holger Rune. So wie wir es im Vorfeld dann besprochen dann haben, Favorit ist dann durch. Am ersten Satz gut angefangen, was es Berkic dann betrifft, dann schlecht nachgelassen. Der erste Aufschlag von Holger Rune hat sich wie ein roter Faden durch das ganze Match dann gezogen, meine lieben Freunde. 65%, also hat er dann doch noch etwas geschafft, dann den ersten zu servieren. Ja, zweiten war bei uns katastrophal, 46, und mit dem zweiten nochmal einen Punkt zu machen, war das sowieso 42. Also da ist er total dann besser an uns. Wir sind nur schneller in dem Geschwindigkeit, was unser Aufschlag dann betrifft. Sonst nichts. Points, Net Points, Return Winners haben keine von uns. Okay, Breakpoints, er hat ja von 7 hat er 5 gemacht, wir von 3-1. Zu Recht.
Ja, meine lieben Freunde, schade, schade, schade. Belgrad Open ist somit für Tomislav da wirklich zu Ende. Schauen wir mal, wie das dann weitergeht, wo die Reise dann hingeht, mit wem dann auch. Meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich richtig, richtig freuen, wenn euch das gefallen hat, ein Abo dazu lassen, ein Like und vielleicht einen Kommentar, ob es euch überhaupt gefallen hat, mit welchen Spieler vielleicht wir dann demnächst dann spielen dann sollen, wo soll es hingehen, wo soll es dann wieder hingehen, welches Land, welches Turnier sollen wir dann anfangen, wenn überhaupt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund, euer Be Ready for the Game.